Okay, ihr hört mich. Also herzlich willkommen zur Clinical Journal Club für diese Woche. Das Bild aus dem New England Journal ist hier gezeigt. Das sind MRT-Abbildungen und wir sehen zwei riesig große Nieren mit irgendwelchen komischen perikortikalen Gebilde hier bilateral. Was auch auffällig ist, hier ist Leber. Und hier die linke Niere wird heruntergedrückt von etwas, wird wohl Milz sein. Und im Angebot sind Nierenzellkarzinom, Amyloidose, Angiomyolipom, extramedulläre Hämatopoese und Liposarkom. Und eigentlich, mir gefallen die alle nicht, aber wenn man eine große Milz und so ein komisches Gebilde um die Nieren herum bilateral und extramedulläre Hämatopoese einem Angebot ist, dann würde ich das nehmen. Das war's auch. Und dieser Patient hat Myelofibrose. Und die anderen Sachen sehen eigentlich anders aus. Hier ist ein Nierenzellkarzinom, das würde dann im CT-Bild so aussehen. Oder hier ist noch ein Beispiel, zufälligerweise sitzt das unter einem Aneurysma-ähnlichen Gebilde oder kann auch eine Metastase, Vena cava, weiß auch nicht genau. Und das ist ein klarzelliges Nierenzellkarzinom. Und hier ist Amyloidose, das ist Ablagerung von Beta-Faltblatt-Fibrillen in Bindegewebe durchaus des gesamten Körpers und sieht ganz anders aus und weist diese scharfe Linkslichtbrechung auf, wenn man das unter polarisiertem Licht anguckt, dieses apfelgrüne Material, das hier gebildet ist. Angiomyolipome gehen mit tuberösen Sklerose einher. Das sind Fetttumoren, die sehen natürlich ganz anders aus, aber können bilateral sein oder sind es sogar häufig. Und Hämatopoese, die gesamte Blutreihe ist hier involviert und meistens passiert, da ist das medullär, wie hier in diesem Patienten mit Thalassämie und hier sind Rippen abgebildet, anscheinend ist es ein Kind. Das kann aber auch extramedullär außerhalb des Knochens sein, Leber, Milz und wie wir gesehen haben, Nieren können auch involviert werden. Liposarkome sind die zweithäufigsten Weichteilsarkome, die können auch riesig groß sein, die sind sehen aber dann ganz anders aus und würden nicht unbedingt jetzt die Nieren betreffen. Das erste Thema im New England Journal ist eine Stent-Arbeit und es geht um bioresorbierbare Gerüststents im Vergleich zu Metallstents. In dieser Studie sind beide Stent-Arten mit Everolimus beschichtet worden und man hat die Vorstellung, dass wenn das Gerüst, Scaffold, absorbierbar ist, dann würden weniger Spätstent-Stenosen vorkommen. So ist diese große randomisierte Studie durchgeführt worden, sind bei einer 1000 Patienten in jeder Gruppe hier randomisiert worden und die haben natürlich koronare Herzerkrankungen und viele haben Diabetes und haben auch ziemlich kräftig geraucht und manche haben eingeschränkte Nierenfunktionen und so wie solche KHK-Patienten aussehen. Jetzt, da waren zwei Endpunkte hier. Versagen der Öffnung des Zielgefäßes oder Stentthrombose. Und das wurde dann ausgewertet. Diese Patienten wurden dann auch ausgewertet bezüglich Syntax-Score nach Anteil der Stenosen, die sie hatten. Dies ist in Europa entwickelt worden und kann man hier im Internet dann per Computer die Anzahl der Stenosen, die die Patienten hier rein tippen, sodass man diesen Syntax-Wert errechnet. Und dieser Wert war in beiden Gruppen ähnlich. Und was wir hier sehen, ist erstens, was auffällig ist, ist diese Scaffold oder resorbierbare Gerüststents einzubauen, war schwieriger. Das ist nur bei 90% der Patienten hier gelungen, im Vergleich zu 96% der Patienten mit üblichen Stents. Also dieses technisch ist das Verfahren ein bisschen anders und das war tatsächlich schwierig, weil die müssen dann in der Regel prädilatiert werden und das ist auch dann häufiger in dieser Gruppe gemacht worden.
Und was wir hier sehen, ist der primäre Endpunkt, ob das Zielgefäß offen blieb oder nicht, war in beiden Gruppen gleich. Also Stents haben beide funktioniert, aber ob dann eine Stent-Thrombose stattfand, Device Thrombosis Related, war häufiger in der Gerüstgruppe als in den altmodischen Stents. In anderen Worten, das Gegenteil ist passiert, als man eigentlich wollte in dieser Studie, so dass das Überwachungsgremium hat dann diese Studie abgebrochen. Und wie hier sehen wir, eigentlich wenn man die Rohdaten so anguckt, dann sieht man kaum was, aber wenn man das dann vergrößert, die resorbierbaren Gerüststents haben häufiger Versagen entwickelt als die altmodischen Stents. So bioresorbierbare Gerüststents insofern haben schlechter funktioniert als die alten Stents und man kann sich das eigentlich schwer erklären. Es ist möglich, dass diese resorbierbaren Gerüste mehr Entzündungsreaktionen auslösen oder andere Gründe darunter stecken. Aber darum ist es notwendig, dass solche randomisierten, kontrollierten Studien durchgeführt werden, um solche Sachen zu erforschen. Das zweite Thema haben wir schon mal hier erwähnt. Die Mikrobiologen benennen ihre Organismen gerne um, wahrscheinlich um Kliniker in Verwirrung zu bringen. Und dieses Organismus hieß früher Penicillium. Das ist jetzt umgetauft zu Talaromyces. Und es geht um Talaromyces. Das ist eine Pilzerkrankung bei AIDS-Patienten, die kommt am häufigsten in Südostasien vor, also Thailand, Vietnam, Kambodscha und so weiter. Und diese Pilzart ist da besonders wichtig. Und wie man diese Pilzinfektion, die eigentlich ähnlich aussieht wie Kryptokokkose, behandeln sollte, ist nicht klar. Amphotericin B zu verordnen, braucht intravenösen Zugang, man muss im Krankenhaus sein, es ist teuer. Und wenn man diese Pilzerkrankung mit Itraconazol-Kapseln behandeln könnte, wäre das ein großer Gewinn für diese Patienten. So hat man eine randomisierte Studie durchgeführt worden, wo Patienten mit Talaromykose behandelt worden sind mit Amphotericin B oder Itraconazol. Und was wir hier erkennen, ist, dass Rückfall mit Itraconazol war häufiger als mit Amphotericin B. Und auch die Entwicklung von Immunrekonstitutionssyndrom war häufiger mit der Itraconazol-Behandlung im Vergleich zu Amphotericin B. Jetzt, warum das der Fall sein sollte, habe ich ganz ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, aber das war so. So sieht es auch aus, dass in der Itraconazol-Gruppe sind mehr Leute gestorben als in der Amphotericin-B-Gruppe. Und auch die Kulturen sind schneller abgefallen auf im negativen Bereich mit Amphotericin-B im Vergleich zu Itraconazol. So muss man folgern, dass diese Patienten sollten erst für 2 Wochen mit Amphotericin-B behandelt werden, stationär. Und dann kann man mit Itraconazol, wenn man diese negativen Kulturen erreicht hat, dann weiterfahren. Also 2-mal so viele Leute sind gestorben mit der Itraconazol-Gruppe im Vergleich zu Amphotericin B. Nächstes Thema ist auch ein abscheuliches Thema. Hier geht es um, es geht im Prinzip um Opiatentzug bei Neugeborenen. Und mit dieser schrecklichen Epidemie von Opiatsüchtigen, inklusive schwangeren Frauen in den USA, ist Entzugsphänomen bei Neugeborenen nach der Geburt leider sehr häufig. Und wenn Sie hier diese Symptome angucken von diesen Neugeborenen, die sehen genauso aus wie die Erwachsenen mit Entzugsphänomenen. Und diese Kinder werden mit Morphium behandelt. Und die Fragestellung hier ist, könnte man sie auch mit Buprenorphin behandeln? Buprenorphin ist auch ein Opiat, kann man ja hier von der Struktur erkennen. Buprenorphin ist eingeführt worden als Schmerzmittel, aber mittlerweile verwendet man Buprenorphin, um
Leute mit Entzugssyndrome zu entwöhnen, ähnlich wie man vielleicht Methadon anwenden würde. So sind diese armen Säuglinge, hier ist alles furchtbar, randomisiert worden zum Morphium für Entzugsbehandlung nach der Geburt im Vergleich zu Buprenorphin. Und hier sind die Kinder und eigentlich eine 38. und 39. Schwangerschaftswoche sind im Prinzip normal groß. Abgabewerte sind eigentlich akzeptabel und überwiegend sind das weiße Kinder anstatt Afroamerikaner und von der Größe her sind sie auch nicht besonders auffällig. Was wir hier sehen, ist, die Mütter werden mit Methadon behandelt, 97% in dieser Gruppe, 90% in der Gruppe, weil sie natürlich das Gleiche haben wie die Kinder. Auch Rauchen ist häufig bei Drogensüchtigen, das ist aber auch nichts Neues. Kokain und Anwendung von anderen Drogen, es wird hier auch gezeigt, es geht hier um die Mütter natürlich anstatt um die Säuglinge. Aber was wir hier erkennen können, ist, die Ergebnisse mit Buprenorphin sind eigentlich besser als mit Morphium bei diesen Neugeborenen. Insbesondere die Länge, die notwendig sind, die sie im Krankenhaus verbringen müssen, wird erheblich gekürzt und Beruhigung, primärer Endpunkt, war auch besser in der Buprenorphin-Gruppe im Vergleich zu der Morphium-Gruppe. Und das ist hier wieder in dieser Abbildung gezeigt, dass die, ob sie mit Flaschen versorgt werden oder ob sie Brustmilch bekommen, das war in beiden Gruppen im Prinzip in der Buprenorphin-Gruppe. Die Länge der Verweildauer der Behandlung, die notwendig war, war in diesen beiden Gruppen weniger. Und was natürlich die Amerikaner besonders beschäftigt ist, wann kann man die Leute entlassen, das war auch verkürzt in der Buprenorphin-Gruppe, obwohl mussten dann diese Säuglinge wieder zu diesen Müttern zurückgehen. Und was mit denen endlich passiert, ist dahingestellt. Aber es sieht so aus, als wäre Buprenorphin für im Prinzip drogenabhängige Neugeborene eine bessere Behandlung als Morphium, was sonst der üblicherweise gemacht worden ist. Nächste Thema im New England Journal. Einzelnephronglomeruläre Filtrationsrate. Das hat sie wahrscheinlich bis jetzt noch nicht beschäftigt. Nämlich dies konnte man eigentlich sonst nur an experimentellen Versuchstieren messen. Sie werden sich daran erinnern, jede Niere enthält ungefähr 1 Million Nephronen, 1 Million Glomerula, das wäre dann 2 Millionen insgesamt. Und die Filtrationsrate von jedem einzigen wäre dann im Nanoliter-Bereich. Und das kann man messen mit Mikropunktur am Nagern, das werde ich Ihnen auch gleich zeigen. Aber man könnte sich vorstellen, dass wenn die Gesamtnephronmasse weniger wird, dann muss jedes einzelne Nephron harter arbeiten und die Einzelnephron-GFR wäre dann erhöht. Das hat man auch tierexperimentell zeigen können und also hierum geht es in dieser Arbeit. Und was man hier gemacht hat, dies sind Nierenspender, die mittlerweile nicht alle jung und nicht alle gesund sind, wenigstens nicht in den USA. Und dies sind freiwillige Spender, die ihre Nieren an Verwandten überwiegend schenken wollen. Und bei denen wird dann die Niere entnommen. Erstens hat man die Größe gemessen mit CT, sodass man das Gesamtnierenvolumen messen kann. Glomeruläre Filtrationsrate, die Gesamtmenge an glomerulärer Filtrationsrate ist mit Iothalamat gemessen worden. Dann hat man eine Nierenbiopsie durchgeführt, hat die Glomerula in diesem Präparat dann gemessen und gezählt und die Tubulusmenge auch. Und dann hat man einfach eingeschätzt, wie viele Nephronen in jeder Niere sein müssten. Und dann hat man den Einzelnephron-GFR gemessen. Also das kann man sich alles vorstellen. Also hier sind so die Nieren in CT gemessen, sodass man das Volumina feststellen konnte. Dann ist jedes Glomerulum hier rausgemessen worden. Und die Gefäße sind auch beurteilt worden. Hier sieht man schon Hinweise auf Gefäßhypertrophie und Glomerulosklerose bei diesen älteren Spender. Und dann sind diese Messungen gemacht worden. Und hier ist ein weiteres Beispiel. Hier ist auch die tubuläre Masse hier eingeschätzt worden. Und diese Messungen sind genau wie möglich gemacht worden. Und was wir hier sehen schon ist, dass eine Beziehung existiert zwischen Einzelnephron GFR in das ist hier
Mikroliter pro Minute im Vergleich zu das glomeruläre Volumen, würde man sich auch vorstellen. Und das würde auch dann wahrscheinlich einen Bezug haben auf die gesamttubuläre Masse. Das wurde hier auch dargestellt. Jetzt, wie ich das schon erörtert habe, wenn gesamtglomeruläre Filtrationsrate herabfällt, bei Spender mit zunehmendem Alter, manche waren auch hier in meinem Alter, dann muss die einzelne Nephron GFR steigen, weil jedes einzelne Nephron dann harter arbeiten muss. Und das wurde hier auch gezeigt. Und wir sehen hier, dass bei jungen Spendern, die haben 1 Million Nephronen und alte Spender haben nur halb so viel. Das ist nicht besonders überraschend. Was wir hier auch sehen, ist, dass umso größer die Leute sind, es geht jetzt um Körpergröße, Höhe, umso die Nierengröße geht ziemlich gut einher mit Körperhöhe, sodass die einzelne von GFR auch dann höher ist bei großen Menschen als bei kleinen Menschen. Das ist auch kein großes Erkenntnis. Wir wissen auch, dass adipöse Menschen oder Leute mit einem großen BMI haben größere Glomerula, die haben auch ein erhöhtes Einzelnephron GFR. Und Leute, die hyperton sind und Leute, die eine Familienanamnese haben und Leute mit hohen Harnstoffspiegel haben niedrigere Anzahl an Glomerula insgesamt, sodass jedes Glomerulum, das noch da ist, harter arbeiten muss. Das wussten wir, glaube ich, schon. Und auch mit Glomerulosklerose und Ähnliches geht das auch einher, wie diese Tabelle zeigt. So letztendlich, bei den Tieren haben wir Mikropunktur in den 70er Jahren durchgeführt, um das an einem einzelnen Nephron zu messen. Da kann man auch tubuläre Rückkopplungsexperimente machen und Ähnliches, wie hier gezeigt. Und was wir gelernt haben von dieser Studie ist, dass die tierexperimentelle Daten von den 70er Jahren haben ziemlich guten Hinweis gegeben, wie das halt bei Menschen auch sein muss. Interessante Arbeit. Jetzt, in der Regel habe ich Sie nicht gequält mit amerikanischen Versorgungsstudien. Aber weil ich denke, was in Amerika gemacht wird, schwappt dann hier sowieso rüber, habe ich mich entschlossen, Ihnen diese Arbeit zu, dass wir einen Blick auf diese Arbeit zeigen. Und die Amerikaner, das ist ja herrlich. Dieses heißt Krankenhaus wertbasiertes Kaufprogramm. Und als ich das gelesen habe, Hospital Value-Based Purchasing, ich dachte, naja, es geht um Krankenhäuser, die müssen Katheter kaufen und Kanülen und dass es um sowas geht. Nein, das ist nicht der Fall. Hier geht es um das Versorgungssystem, das Geldgeber, der Geldgeber, Medicaid in diesem Beispiel, versucht sich Qualität Krankenhausleistungen zu erkaufen. Das ist, was man mit einem Krankenhaus wertbasiertes Kaufprogramm sich vorstellt. Diese nette Dame hat das geleitet, bis sie von den Republikanern rausgeschmissen worden ist. Wer das jetzt leitet im Moment, weiß ich nicht genau. Also es geht darum, und hier sehen wir, dies ist echt interessant, dies ist eine kontrollierte Studie von qualitätsbasiertes Kaufprogramm, das heißt Qualität von den Krankenhäusern zu erkaufen. Und hier sind zwei Gruppen von Krankenhäusern. Krankenhäuser, die dies ausgesetzt sind, Exposed Hospitals, im Vergleich zu Kontrollkrankenhäusern. Ich werde Ihnen gleich erzählen, um was es hier geht. Und was, aber wir sehen, dass diese Krankenhäuser, die sind nicht randomisiert worden. Die sind ausgewählt worden. Und wir sehen, dass die Krankenhäuser, die dies ausgesetzt sind, sind überwiegend Leerkrankenhäuser, ist hier zu erkennen. Die haben auch mehr Herzkatheter-Messplätze. Und was Bundled Payments for Care Improvement sein könnte, habe ich keine Ahnung, aber Sie können sich vielleicht selber was darunter vorstellen. Jetzt, was wurde hier gemessen? Na, Mortalität nach akutem Herzinfarkt und kann ich mir wie Mortalität bei Pneumonie und ob Patientensicherheit gewährleistet ist und zentrale Zugänge, ob deren Sicherheit und ob Blasenkathetern infiziert worden sind. Das sind so die Endergebnisse, die hier entnommen worden sind. Jetzt, was haben sie angeguckt? Ob die Leute eine Lyse gekriegt haben innerhalb 30 Minuten, als sie in der Notaufnahme erschienen, wenn die Krankenhäuser keinen Herzkathetermessplatz hatten. Oder wenn sie einen hatten, ob das in 90 Minuten erfolgt ist.
ob die Patienten bei der Entlassung unterrichtet worden sind, ob Blutkulturen abgenommen worden sind, bevor Antibiotika gestartet worden sind und ähnliches. Wenn prophylaktische Antibiotika indiziert worden waren, ob die Patienten das auch ordnungsgemäß erhalten haben. Und dies sind alles sinnvolle Sachen. Ich würde mich nicht dagegen wehren. Aber das Versorgungssystem hat versucht, diese Leistungen zu erkaufen. Jetzt, wie werden die denn diese Leistungen gemessen? Die klappern da nicht durch irgendwelche Akten, das ist viel zu mühselig und viel zu teuer. Dies läuft alles elektronisch, durch elektronische Krankenakten. Das bedeutet, dass das elektronische Krankenaktensystem nicht nur dient, um zu sehen, was mit dem Patienten passiert ist, es dient auch dem Zweck, was hat das Personal gemacht. So kann man das Personal natürlich bis auf Kissen klopfen, überwachen, um zu sehen, ob die ihren Job machen. Das ist auch etwas, was man bedenken sollte. Jetzt, diese Kontrollkrankenhäuser sind Krankenhäuser, die dieser Problematik nicht ausgesetzt werden. Die sind Sonderkrankenhäuser und die heißen Critical Access Hospitals. Und was bedeutet das? Na, dies sind Pups, Feld-, Wald- und Wiesenkrankenhäuser, die man am liebsten gerne geschlossen hätte, aber man konnte es nicht machen, weil in vielen Bundesländern in den Vereinigten Staaten sind die einzigen Krankenhäuser, die es gibt. In Montana und in Norddakota. Und also dies sind Krankenhäuser in der Pampa. Und das waren die Kontrollkrankenhäuser. Also hier sind die Ergebnisse. Erstens, Patientenzufriedenheit ist in den Pampa-Krankenhäusern eigentlich ein bisschen besser als in den Lehrkrankenhäusern. Aber es ist in beiden Sorten von Krankenhäusern zwischen 2011 und 2015 besser geworden. Und der Standardwert, was alles zusammengezogen, war in beiden Gruppen gleich. Und was wir hier sehen, ist die 30-Tage-Mortalität, kein signifikanter Unterschied. Und die Herzinsuffizienz-Wiederaufnahmen, kein signifikanter Unterschied. Und die Pneumonie-Wiederaufnahmen, kein signifikanter Unterschied. So muss man folgern, dies ist alles nett gemeint, ein wahnsinniger Aufwand, umsonst ist das auch nicht. Aber vielleicht sind die Ärzte in der Pampa gar nicht so schlecht, auch ohne diese Zusatzgewinne durch so ein Programm. Das sollte man sich vielleicht mal überlegen. Jetzt, der Übersichtsartikel im New England Journal geht es um dieses ein schreckliches Problem, dieses Fußulzera bei Patienten mit Diabetes. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Diabetiker so einen Fußulkus kriegt, ist ungefähr 25%. Und wenn er einen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nochmal passiert, ungefähr 60%. Das führt zu Amputationen, das führt zu höheren Leiden als Dialyse, was natürlich auch häufig bei diesen Patienten vorkommt. Und dies ist das Thema hier im New England Journal, die Inzidenz und Prävalenz bei Diabetiker einfach querbeet, ist sowieso hoch, aber umso länger man Diabetes hat, umso eher wahrscheinlich ist, dass man kriegt sowas und es hat zu tun mit autonomer Neuropathie. Das heißt, auch die Steuerung der Durchblutung und Gefäße ist schlecht. Zusätzlich dazu können die Patienten nicht mehr feststellen, wo ihre Füße sind und ob sie wehtun oder nicht und ähnliches. Das führt zu dieser Problematik und wenn man einmal ein Malperforans oder sowas ähnliches hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man noch eins kriegt, einfach nur abhängig von der Zeit, die man warten sollte. Und die Behandlung von diesen Dingern ist enorm aufwendig. Die Risikofaktoren, Vibrationsempfinden, ob man schon eine Präulkus-Läsion hat, ob man PRVK hat, ob man schon mal einen Ulkus irgendwo gehabt, ob man Osteomyelitis entwickelt hat. Und hier sind lauter andere Skalen, die einen Risikofaktor bedeuten für die von wiederholten Fußulzera. Dies ist echt schrecklich. Und dann, was soll man mit diesen Patienten dann veranstalten? Und das wird ja alles diskutiert. Da sind ein paar, und es ist alles nicht besser geworden, mit einer Ausnahme. Und das sind kluge Matten. Es gibt jetzt Methoden, kann man den Patienten einfach da draufstellen
muss man natürlich die Schuhe ausziehen. Das passiert in den meisten Ambulanzen auch nicht, dass Leute tatsächlich diese Füße mal untersuchen und angucken. Aber wenn man die Patienten dann barfuß, dann können sie auf so einer Matte stehen und dann kann man sehen, ob die Durchblutung vernünftig geregelt wird oder ob sie so aussieht wie bei diesen beiden Patienten und auch was das Druckempfinden ist, kann man mit so einer Matte hier auswerten. Fand ich ziemlich interessant. Dann dieser Patient von letzter Woche mit Strongyloides stercoralis. Das ist ein Hakenwurm und dieser Hakenwurm hat die Eigenschaft, dass man eine Autoinfektion entwickeln kann. Und wenn die Leute immunosupprimiert sind, dann fliegen diese Würmer überall hin. Und wird hier nicht erwähnt, aber bestimmt hat der eine Eosinophilie von 30% gehabt. Und man sieht diese Hauterscheinungen, hat man die Haut bioptiert und da sind die Biester. Und die sind ziemlich schwer zu entfernen. Dann hatte dieser Patient auch Sepsis mit Enterococcus und Klebsiella. Das hat ihm bestimmt auch nicht geholfen. Aber tatsächlich mit Invermectin und Albendazole hat er sich erholt. Dann, hier kommt ein Patient rein, hat keiner gemerkt, dass der Scheuklappen anhat. Wunderbares Video. Dies nennt man Wippennystagmus. Und dann im Video können Sie anklicken, dann gehen die Augen so rauf und runter. Hat man MRT gemacht. Ich hätte am liebsten einfach nur ein Schädelröntgenbild gesehen. Und hier ist dieses riesige Anhangsdrüsenadenom, das bestimmt einen ganzen Knochen von der Sella Turcica hier zerstört hat. Und diese Chiasma-Läsion, sodass der Scheuklappen trug, kann man sich auch vorstellen. Fall im New England Journal. Dieses kleine Mädchen trägt so eine orthodontische Prothese hier. Und was die damit zu tun hat, weiß ich nicht. Nämlich, wenn wir die Entwicklung von diesem Kind angucken, ist eigentlich die Höhenentwicklung hier nicht schlecht. Aber Gewicht nimmt dieses Kind kaum zu. Und es geht darum, nämlich dieses Kind hat Episoden von Würgen und behauptet, hätte das Schlucken vergessen. Donnerwetter. So hat man, und die mag viele Nahrungsmittel nicht. Artischocken, Spargel, Fleischklöße, Pastasoße. Amerikanisches Kind, das Hamburger nicht frisst, das kann man sich kaum vorstellen. Aber alles Mögliche mag sie nicht. Die Laborwerte sind eigentlich nicht so auffällig. So guckt man die an, Entwicklung ist außer einem BMI von 12, ist das auch nicht so auffällig. Sonst die Entwicklung ist eigentlich okay. Und dann steckt man die ins Krankenhaus und dann hat man eine Logopädin angeholt. Und die Logopädin hat erstmal einen Versuch gemacht, hat sie beim Schlucken beobachtet und hat man erstmal versucht, um zu sehen, ob sie Wasser trinken konnte. Ich hätte der wahrscheinlich ein Glas angeboten, aber die sollte dann durch einen Strohhalm trinken. Das ging okay. Dann hätte man vielleicht Wackelpudding angeboten, aber Purees sind dann auch ausprobiert und dann hat man das alles gemacht und dann hat die Logopädin festgestellt, dass sie ihre Zunge komisch verhalten hat, als wollte sie jeden Bolus der Nahrstoffen wieder ausspucken. Und die Patientin behauptet, sie hätte einfach vergessen, wie man schluckt. Na, man hat sie ja wieder beigebracht. Und das hat lange gedauert und dann hat man sie hier durchgeführt, erstmal Flüssigkeiten und Purees und dann ein bisschen mehr Inhalte mit den Purees und dann weiche Sachen und dann crunchy Sachen und dann letztendlich Schweinebraten, Hühnerfleisch, Koteletts und so weiter. Das ging dann alles okay und wir haben eine neue Diagnose hier gelernt, Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. Ich werde es gar nicht übersetzen, Sie können sich das selber vorstellen. Dann sehen wir hier funktionelle MRTs. Und dies ist ein normaler Mensch und man zeigt denen ein Stück von Schwarzwälder Kirschtorte. Und dann leuchten diese Arealen an hier im Gehirn, weil man sich darauf freut. Und bei Menschen mit diesem Avoidant Restrictive Food Intake Disorder leuchtet gar nichts an. Und so kann man eine Diagnostik auf diese Art und Weise auch feststellen. Dann gehen wir zum Lancet. Und hier haben sich Leute Gedanken. Bitte? Ja, die haben die ja, eine Logopädin hat sich wochenlang mit der beschäftigt und hat ihr das Schlucken wieder beigebracht. Wenn es wirklich so ist, dass sie einfach keine
Ja, wir würden das wahrscheinlich Anorexie nervosa nennen, oder es gehört zu diesem Spektrum von Essstörungen, und das ist das Problem. Und dann wollte ich nochmal sagen, dass mit dem Saugen hat natürlich einen guten Grund, weil dann automatisch Bewegungen macht, wenn beim Glas ist, macht es das ja nicht. Beim Saugen macht es die Vorbewegung des Schwimmers. Gut. Dann, im Lancet geht's weiter. Und hier, geht es um Zelecoxib ist ein spezifischer COX-2-Inhibitor. Sie werden sich daran erinnern, die Cyclooxygenase, die Prostaglandine produziert, die induzierbar ist und die bei Entzündungen eine Rolle spielt und Gelenkprobleme und so weiter, ist eigentlich die COX-2. Und die endogene COX, die wir haben, heißen COX-1. Und die ganze Idee mit der Entwicklung von COX-2-Inhibitoren war es, um gastrointestinalen Folgen wie gastrointestinales Bluten zu verringern. Dann hat sich herausgestellt, dass diese COX-2-Inhibitoren vielleicht mehr Schlaganfall und kardiovaskuläre Ereignisse begünstigen als COX-1-Inhibitoren, wie ASS zum Beispiel oder andere. Und dann ist dies ein großes Thema geworden, sodass Zelecoxib ist ein COX-2-Inhibitor, der ist mit dieser Nebenwirkung nicht behaftet. Aber die sämtlichen Studien, die gezeigt haben, dass Zelecoxib zu weniger gastrointestinalen Blutungen führt, sind alle von der Industrie gesponsert worden. Und da man die Industrie ja kaum trauen kann, hat man hier eine Studie geführt, die ist industrieunabhängig, um zu sehen, ob es wirklich stimmt, dass Zelecoxib weniger gastrointestinale Folgen hat als COX-1-Inhibitoren. So sind diese Leute halt random, die haben auch einen Protonenpumpenhemmer gekriegt. Donnerwetter, das ist ja echt vorsichtig. Und eine Gruppe hat Zelecoxib gekriegt und die andere hat Naproxen gekriegt, um die Idee zu überprüfen, dass Zelecoxib tatsächlich zu weniger gastrointestinalen Blutungen führt als Naproxen. Und es war so, tatsächlich. Zelecoxib, was gastrointestinales Bluten und Komplikationen dieser Art, hat Naproxen geschlagen. Ein Beispiel, dass nicht alles, was die Pharmaindustrie anbietet, unbedingt falsch ist. Vieles, aber dies auf alle Fälle wohl nicht. Das dazu. Also Zelecoxib hat Naproxen dann doch irgendwie geschlagen und mit kardiovaskulären Ereignissen war da kein signifikanter Unterschied über 18 Monate. Dann das nächste. Dieses wahrscheinlich könnte wichtig sein. Es geht um Aortenklappenersatz und dies ist eine Registerstudie. Und hier sind Leute mit Transkatheter-Aortenklappenersatz verglichen worden mit chirurgischen Klappenersatz. Und man hat die Klappensegel mit CT getestet, um zu sehen, ob die funktionell okay sind, ob sie auf und zu gehen und ob sie vielleicht Mikrotromben oder kleine Tromben beherbergen. Das war hier die Fragestellung und bei, sind hier 1000 Leute beinahe, nicht ganz, 900 irgendwas hier untersucht worden und 784 waren normal, aber 106 hatten Klappen, die sich eigentlich nicht richtig bewegt haben. Und wenn man das anguckt, das war bei den chirurgischen Klappenersatzklappen, ist das auch aufgetaucht, aber bei den TAVIs war es ziemlich häufiger. Und dies sind die unterschiedlichen TAVIs, die hier Hersteller freuen sich natürlich, aber das war bei den TAVIs häufiger als bei den chirurgischen Klappen. Und dann hat man auch geguckt, naja, ist es besser geworden mit Antikoagulation? Und wurden die sowieso antikoaguliert? Oder haben sie ein Doppelplättchen-Hemmung gekriegt oder was sie sonst noch gekriegt haben? Und Antikoagulation scheint von dieser Nebenwirkung, das heißt Tromben auf den Klappensegeln und dass die nicht richtig auf und zu gehen, zu schützen. Und das war auch der Fall für neue orale Antikoagulantien im Vergleich zu Warfarin. Und das hat man hier alles untersucht und ich habe von dieser Bildgebung wenig Ahnung, aber hier A bis D,
weist auf Klappen, die sich nicht richtig verhalten haben. Und dann ist dann in der nächsten Serie, sind die antikoaguliert worden und dann war die Funktion dieser Klappen wohl besser. Und dann haben sie das auch gezeigt für Rivaroxaban, hat dieser Patient vor und nach gekriegt im Vergleich zu Apixaban, und Warfarin ist ja auch untersucht worden. Und es scheint, dass Antikoagulierung, was man eigentlich gerne vermeiden würde, sodass die Leute nicht damit belastet sind, spielt hier vielleicht doch eine Rolle, und man muss das vielleicht überdenken, ob diese Leute antikoaguliert werden sollten oder nicht, weil das Auftreten von TIAs, weniger Schlaganfall, Gott sei Dank, diese Dinger sind anscheinend klein, aber ein TIA ist ja eigentlich nur ein kleiner Schlaganfall, war häufiger mit dem Auftreten von diesen Reduced Leaflet Motion, das heißt, die Klappensegel haben sich nicht richtig verhalten, im Vergleich zu Leute, wo das nicht der Fall war. Und obwohl Klappenersatz mit Katheter sieht eigentlich sonst ganz toll aus, ist es möglich, dass dieses doch mit diesem Problem behaftet ist und dass man sollte das vielleicht berücksichtigen. Und es gibt eine Bildgebung, die man dazu anwenden kann, und um dieses Problem zu überprüfen. Dann dieses nächste. Kopftrauma. Und es geht darum, wie sollten diese Leute in der Notaufnahme aufgearbeitet werden. Wer muss zum CT? Wen kann man ein bisschen streicheln und nach Hause schicken? Und kann man diese Leute irgendwie gut einschätzen? Und es gibt Skalen dazu, die auch in Kanada entwickelt worden sind. Und man kann sich vorstellen, wenn 2 Stunden nach Dachschaden der Patient noch einen Glasgow-Koma-Wert hat unter 15, das heißt nicht normal, dann würde ich mir schon überlegen, den durchs CT zu schieben, um zu sehen, ob da noch irgendwas anderes los ist. Dann, wenn er einen Hinweis hat auf eine Schädelfraktur, dann glaube ich, würde ich ihn auch dahin schicken. Und wenn er aussieht, als hätte er vielleicht eine basale Schädelfraktur, wie ein positives Battles-Zeichen oder Blutansammlung hinterm Ohr oder sowas, oder wenn er jetzt mehr als 2-mal erbrochen hat, oder wenn er älter ist, dann würde ich das vielleicht auch machen. Und dann gibt es diese PCAN-Auswertung für Kleinkinder, und das ist im Prinzip das Gleiche, deutet, dass man Glasgow-Koma-Skala berücksichtigt, die Kinder vernünftig untersucht, und dann kann man sich entscheiden, ob sie CT haben sollte oder nicht. Und dies ist auch einfach nur eine Beobachtungsstudie, wo man dann Leute nach Schädelhirntrauma von unterschiedlicher Schwergradigkeit dann ausgewertet hat, ob diese Vorschläge von diesen Skalen hilfreich sind oder nicht. Und letztendlich, hier ist der Ablauf, 29.433 Patienten mit irgendwelchen Schädeltrauma, und dann hat man die alle ausgewertet, und dann hat man die Auswertung dann nach diesen unterschiedlichen Skalen dann. Letztendlich, was aber rausgekommen sind, ist, die Skalen sind gar nicht so schlecht. Und insbesondere ist diese Skala für die kleinen Kinder, diese PCAN-Skala, wurde besonders hoch gelobt, weil es die am wenigsten der kleinen Patienten durch den Lappen rutschen hat lassen. Das dazu. Dann sind 3 wichtige Übersichtsarbeiten über Brustkrebs. Und eine Sorte von Brustkrebs ist Östrogenrezeptor positiv. Und wie man diese Leute jetzt ordnungsgemäß heutzutage behandelt und die molekularen Abläufe, die hier eine Rolle spielen, auch Zellvermehrungsabläufe, Cyclin D und CDK4 und CDK6, dafür gibt es einen spezifischen Hämmer jetzt, und diese anderen Abläufe und Tyrosinkinase-Hämmer, also dieses hier wird auch diskutiert, und dann werden lauter Studien vorgestellt, wo man endokrinabhängige Tumoren hier behandelt hat oder Tumoren, die resistent gegen Aromatase-Hämmer, und Vorschläge, wie man diese Patienten behandelt und in welcher Reihenfolge. Dann hier auch die Genmutation PIK3 ist hier sehr häufig involviert, BRCA1 und 2 weniger, und diese Mutationen hier weniger. Das wird hier diskutiert, und dann, wie heute für Östrogenrezeptor positive
Brusttumoren, wie die behandelt werden sollte, was in der ersten Linie verordnet werden sollte und ob mTOR-Inhibitoren, die stehen auch ziemlich hoch hier in der Überlegung. Und es gibt jetzt in Europa zugelassene Hämmer für diese CD-Kinasen 4 und 6. Hier ist der Hämmer. Und weitere Antiestrogene werden hier erwähnt. Und was man hier machen sollte, um Patientinnen zu behandeln, die schon die fortgeschrittenen Östrogenrezeptor-positiven Brustkrebs haben, wird dieses Schema hier vorgeschlagen. Dann in der nächsten Arbeit HER2-positives Brustkrebs. Und hier sind zusätzliche Überlegungen, Signaltransduktionsschemata, die hier eine Rolle spielt. PTEN ist hier involviert und dann werden hier Studien auch diskutiert, deren Auswertungen und Ergebnisse bei Patientinnen mit HER2-positiven Brustkrebs und wie man die am günstigsten behandeln sollte. Und das wird hier dann diskutiert. Und zusätzlich zu Trastuzumab gibt es hier jetzt unterschiedliche Antikörper, andere Tyrosinkinase-Inhibitoren und modernere Blocker von HER2, und die man hier anwenden kann und dann hier in anderen Stadien, wo man hier angreifen kann, um den Verlauf dieses Tumors besser zu regeln. Und dann natürlich gibt es dann noch triple-negativen Brustkrebs, wo HER2 nicht exprimiert wird und Östrogen- und Progesteronrezeptor auch nicht. Das hat die ungünstigste Prognose wahrscheinlich überhaupt. Hier spielen dann BRCA1 und BRCA2-Mutationen immer eine große Rolle. Und wie man diesen Tumor am besten angeht, und PARP-Inhibitoren spielen hier eine Rolle, das ist ein Reparaturmechanismus. Und dies haben wir schon auch diskutiert und das wird in dieser Übersichtsarbeit dann auch herangetragen. Dann das Letzte, und ich bin beinahe fertig. Es geht um Blue Muffins. Und Muffins sind kleine Förmchen gebackenen Kuchen mit Blaubeeren. Und hier ist Captain Blaubeer und es geht um das Blue Muffin Syndrom. Und hier sieht dieses kleine Würmchen hier aus, sieht ziemlich unglücklich. Gott sei Dank kann es sein eigenes Bild nicht sehen. Und das ist ein Beispiel von dendritische Zellen, Histiozytosen. Und dies ist eigentlich eine Form von Histiozytosis. Das kann auch was ziemlich Ernsthaftes und langfristiges, permanentes sein und lebensgefährlich sein. Aber viele Kinder mit Blue Muffin Syndrom, wenn sie keine C-Kit-Mutationen oder BRAF-Mutationen haben, geht das Gott sei Dank von alleine weg. Und das wird hier diskutiert. Und so sah das kleine Kind aus. Und da hat man eine Hautbiopsie gemacht und hat auch geguckt, was hier alles noch, ob es andere Differentialdiagnose mit Epstein-Barr-Virus oder Parvovirus und Syphilis und ähnliches ist hier in Betracht gezogen worden. Und man hat auch nach einer BRAF-Mutation hier geguckt und das war nicht der Fall. Dies kann auch ernsthafteres Histiozytosis bedeuten. Schüler-Christian-Syndrom oder das Letterer-Sivi-Syndrom, das vielleicht auch mit BRAF-Mutationen einhergeht, das nicht von alleine weggeht. Aber bei diesem kleinen Kindchen, Gott sei Dank, war das in wenigen Monaten alles weg. Es wird nur Blue Muffin Syndrom genannt, weil die Kinder blaue Flecken haben. Also banale Geschichte. Herzlichen Dank, dass Sie Geduld hatten, mir zuzuhören. Und hoffentlich geht es dann nächste Woche weiter. Dankeschön.